Willst du was sagen? Ja, ich wollte was sagen. Ja, wunderschönen guten Tag von der Nordschleife. Wir haben es heute wieder genutzt, weil wir sind hier immer noch in der Erprobung und Testphase unserem Auto. Ich muss da eben, war so ein bisschen Hals über Kopf, sind wir von der Firma weg, weil ich mir sicher war wegen Wetter und dies und jenes. Es war noch ein bisschen Stress, aber war dann am Ende des Tages ganz gut. Es sind 5 Runden am Stück gefahren und ja, ich sag mal, langsam werde ich selbst ein bisschen warm im Auto. Dominik sitzt aber neben mir und sagt, fahr so. Das klappt eigentlich ganz gut. Und jetzt mit der körperlichen Seite Vollgas. Wir haben aber so ein paar Sachen, die, ich sag mal, ausbaufähig sind. Also wir haben ein Riesenthema ist, dass das Auto in ganz schnellen Ecken oder in schnellen Ecken oder immer dann, wenn es in die Dekompression geht, also wenn es leicht wird, dann fühlt das Auto sich ganz komisch an. Also es, ich sag mal, es fühlt sich so an, wie als würde es sich auf der Achse drehen. Ganz krass ist Stefan Belloff S, das ist so unser Lieblingsbeispiel, da fährt das Auto geradeaus und du lenkst schon ein und eine gute Sekunde später, also wirklich mit einem Versatz von einer Sekunde, anderthalb, kommt das Auto und lenkt dann wieder ein. Also so, weil es einfach keinen Grip mehr hat, also ich denke mal, dass da so am Fahrwerk technisch auf jeden Fall noch was machen müssen. Kommt die Vorderachse zu spitz in dem Moment und das Heck kommt dann halt eben dementsprechend nach und dann wird es halt unangenehm. Ja, so und dann wird es vor allen Dingen auch relativ schnell, also das Auto gibt dir gerade noch kein Gefühl dafür, was es eigentlich können müsste. Da sind wir ein bisschen am Üben oder am Gucken. Das wird auf jeden Fall jetzt mal, ja, die Woche kriegen wir es nicht mehr hin, aber ich hoffe, dass wir zum Wochenende da jetzt mal ein bisschen Luft für haben, dass wir mal ein bisschen Gedanken uns darum machen können. Ja, was haben wir sonst noch? Bremse ist nach wie vor mega stabil. Wir waren letzte Woche, sind wir 45 Minuten, glaube ich, der Kompliestrecke gefahren. Da haben wir richtig gequält, die Bremse. Also gerade Start-Ziel runter, das war top. Da haben wir uns mit so einem Clio ein bisschen gebettelt. Das war echt super angenehm. Es war interessant, dass der 200 PS Clio, wir kommen den auf der Geraden, kommt ihn ausbeschleunigen. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe immer gedacht, so Clio ist eigentlich immer so der Gegner, den du hast. Auch interessant waren die Fakten, die sie genannt haben. Dominik fährt unter 8 Minuten oder war jetzt so um die 8 Minuten schon mit dem Auto. Ich bin da noch ziemlich weit von entfernt. Aber einfach nur, weil mir das Gefühl fürs Auto ein bisschen fehlt und weil ich nicht das Vertrauen in das Auto habe. Und sicherlich auch, weil ich relativ lange nicht gefahren bin. Da sind wir ein bisschen am Ausbauen, aber Compris-Strecke war super. Ich sag mal, da könnten wir, wenn alles so läuft, wie wir uns vorstellen, könnte eine 226 drin sein, was für die Compris-Strecke, für das Auto gar nicht so für schlecht ist. Den ersten Roller auf der Compris-Strecke konstant unter 230 gefahren. Also vor allem mit dem Clio, der ja nun mal, das war Fully Prepped Race Car im Grunde, ne? Der war komplett leergeräumt, volle Zelle KW-Fahrwerk und alles vom Feinsten. Das Ding ist so, und der, mit dem konnten wir uns schön ein bisschen battlen, das war echt super angenehm. Gut, ich bin eh ein riesen Fan von der Compris-Strecke, das muss man dazu sagen. Ja, und die Clio-Herrschaften sagten halt eben auch, dass so die Endgegnerzeit auf der Nordschleife mit so einem Clio so um die 7 Minuten 48, 49 wäre. Das wäre so der schnellste Clio, der hier rumfahren würde. Da sind wir auf jeden Fall, können wir die Zeit unterbieten. Da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja. Na, jetzt wollen wir, wie gesagt, mal mit Stabis arbeiten und mit dem Fahrwerk. Das wird so ein Thema sein. Ich hätte super gerne beim Testtag nächste Woche in Sandford, hätte ich das Auto gerne mitgenommen, um da ein bisschen zu probieren, wo wir da hinkommen zeitlich. Aber das wird nichts, weil wir keinen Sitz und keinen Gurt und keinen Bügel haben. Und das schreiben die halt vor bei dem Trackday. Gut, finde ich so schlimm, konzentrieren wir uns auf die Rennwagen. Ja, für die Straßenfahrer sehe ich auch sehr interessant, was wir den ganzen Tag immer machen. So ist ja für den einen oder anderen, der kann das manchmal nicht ganz nachvollziehen, dass wir doch wieder so viel Zeit in der Nordschleife verbringen. Die Nordschleife ist halt ein ganz gutes Gefühl dafür, für eine schnelle Landstraße, das muss man sagen. Also wenn du ein Fahrwerk hast, das auf der Nordschleife gut funktioniert, kannst du sagen, okay, 20%, 15% raus vom Fahrwerk an Härte und du hast ein Top-Landstraßenfahrwerk. Und da sind wir jetzt gerade uns am Hinarbeiten, auch mit unserem eigenen Fahrwerk. Ich würde sagen, Federhärten sind gut, es ist jetzt nur ein Trug- und Zugstufenthema, wo wir ein bisschen arbeiten müssen. Stabi müssen wir ein bisschen arbeiten. Und dann bin ich halt gespannt, was Unterboden macht von Versus und was ein Spoiler hinten macht. Ob wir erstmal mit der Abrisskante anfangen zu arbeiten, dass es ein bisschen mehr Street-Legal wird. Ja, dann ist sicherlich nochmal ein Riesenthema Sitze. Mich wundert ja schon ein bisschen, wir haben echt vereinzelte Anfragen für Sitze, das kam jetzt schon recht oft, aber ich muss sagen, das ist echt eine Bremse in dem Auto. Also, ich muss sagen, wenn man jetzt hier 5 Runden Nordschleife gefahren ist oder wo wir jetzt auf der Grand Prix-Strecke waren, mir tut das Knie irgendwann weh, weil ich mich immer an der Türverkleidung stützen muss, weil ich so in den Sitz darin herrutsche. Dafür haben die Eier ganz gut Platz. Man wirklich die ganze Zeit so in dem Auto sitzt, das ist schon. Weil du musst ja immer so abstützen, das ist ein bisschen unangenehm. Weiß ich nicht, von der Leistung her finde ich das Auto jetzt immer noch nicht so langsam. Also es ist absolut, das ist ja das Krasse. Wir fahren hier einen Serienmotor, 184 PS,
lediglich mit Fächerkrümmer Abgasanlage, aber nicht abgestimmt. Nee. Und wir können wirklich von den Beschleunigungswerten, ja, können wir mit den E36er BMWs, sofern es kein M3 ist, mit den Clios, selbst mit den Turbo Clios, mit den neuen, ohne Probleme mithalten. Also das Auto ist aufgrund des niedrigen Gewichts, haben wir unwahrscheinlich viel Speed. Man muss mal überlegen, wir sind mit dem NW Einzeldrossel, Kesselchen drauf, mit dem reinen Rennwagen, der hat auch 200 PS gehabt. Nee, 184 PS gehabt, Entschuldigung, was ein Zufall. Sind wir 170 km/h gefahren, fünfte Gang ausgedreht, wenn du den sechsten geschaltet hast, wurde das Auto langsamer. Und hier können wir wirklich alle Gänge fahren, den sechsten benutzen wir nicht, aber den fünften, da haben wir wirklich richtig Puncher nach oben, wir werden immer schneller und wir fahren 185, 190 km/h. Das ist Wahnsinn, ja, da oben drauf, das passt, ist wirklich krass. Jetzt Thema, sicherlich der eine oder andere fragt immer, was haben wir für Felgen drauf? Wir fahren den 949, den 9x17 ET45. Ist, glaube ich, für einen Straßenfahrer ist ein super Kompromiss an Felge, und aber hier zwischen Optik und Performance. Genau. Ich persönlich habe es jetzt gewagt. Wir haben Race bestellt für das Auto. Das heißt, diese 8x16 Sonic Club Racer ET25. Ja, der Felgensatz kostet gut Kohle, das wissen wir, aber es ist halt das Einzige, was mir jetzt gerade mal, was mit der Bremse problemlos passt, wo ich mir keine Gedanken machen muss, wo ich nicht 25 Mal eine neue Felge bestellen muss und die auch von der Grundperformance her ganz gut funktioniert. Ich denke mal, dass das vielleicht auch nochmal was bringt. Wir werden dann, wir sind jetzt 235, 40 drauf, werden dann auf einen 225, 45, 16 gehen, also gehen ein bisschen kleiner, Abrollumfang ist exakt gleich, ich glaube auf 0,1% verschieden. Ich denke, dass wir da nochmal ein bisschen was holen können. Ja, und dann wird das Thema Fahrwerk sein. Also mein Ziel ist es schon, weil viele haben uns auch gefragt haben, was fahrt ihr für ein Fahrwerk, warum fahrt ihr keins mit externen Dämpfer, Druck- und Zugstufe drin einstellbar. Das Thema ist, das, was wir hier machen, ist schon sehr straßenorientiert. Wir gucken halt schon, dass wir ein Fahrwerk machen, das ohne Druck- und Zugstufenverstellung getrennte Variante, sondern in Kombination so auch für einen Straßenfahrer für normales Geld kaufbar ist. Ne? Das ist jetzt so ein Thema, was wir hier haben. Genau, aber wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Genau. Ja. So, und der eine oder andere gefragt, warum fahrt ihr kein Öhlins? Auch ein Thema. Wir wissen, dass das Öhlins sicherlich von der Grundperformance da wäre. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Öhlins bei 2,5 in etwa liegt. Ich glaube 2,3, 2,5 ist sowas die Kante rum. Und wir versuchen halt schon, ein Fahrwerk zu konzipieren, das ein bisschen günstiger ist und für, ja, ich sag mal, für eine breitere Masse abdeckbar. Also so, dass unser ich sag Performance-Fahrwerk, das soll irgendwie so um die 14,50 liegen am Ende des Tages. Das ist so das Ziel und soll halt hier ganz gut funktionieren. Genau. Ja, was haben wir sonst noch? Sicherlich der eine oder andere wird sich dafür interessieren, was wir jetzt noch an dem Auto verändern. Also wie gesagt, wie schon gesagt, Fahrwerk, Felgen wird auf jeden Fall verändert. Stabis sind wir noch dran. Und dann ein ganz großes Thema wird sein Mapping und natürlich Sitzgurt, Bügel, Lenkrad. Wobei Lenkrad werden wir einfach nur umgearbeitet, dass wir uns reinmachen, also Airbag bleibt erhalten. Ja, und sonst, ich glaube, kommen wir langsam dahin, wo wir wollen. Es wird sicherlich aber noch die ein oder andere Testrunde hier in der Eifel geben, ja, weil wir einfach noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Na, wenn ihr Fragen dazu habt zum Projekt oder sagt hier, warum macht er so, einfach unten in die Kommentare, schreibt mich selbst an. Kann aber sein, dass ihr bei Facebook gerade ein bisschen Wartezeit habt, genauso wie per E-Mails, weil ich da ein bisschen hinterherhänge. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so tragisch und so schlimm. Sonst einfach unten in die YouTube-Kommentare und beim nächsten Frage-Antwort-Video nehmen wir das mit durch. Ich hoffe, es gefällt euch und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Die Vorderachse müsste jetzt besser sein. Das Problem ist nicht die Vorderachse. Die Vorderachse ist gut. Ja, die Vorderachse ist aber sonst zu gut. Ne? Spitz, 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 Gas, Gas, Gas. Das Problem ist, wir brauchen links einen Spoiler. Das geht beim MB auch ohne. Und abbremsen. Das Auto. Der MB fährt auf der Hinterachse 6 Kilo Federn, in der Serie auf der Straße. Ja. Das